Willkommen zu einem neuen, saucoolen kleinen Spiel, Stick It to the Stickman. Das Spiel ist nicht nur saucool, es ist auch komplett gratis, kann man sich auf itch.io runterladen. Und ich wollte das schon seit ungefähr einer Woche spielen, aber dann kam Resident Evil Village und ich hatte mehr Bock auf Resident Evil Village. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um euch dieses wahnsinnig geile, kostenlose Spiel vorzustellen. Wir spielen den kleinen, blauen, winkenden Mann da unten und müssen anderen kleinen, roten Männchen derbe auf die Fresse geben. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin billiger Angestellter, deswegen fangen wir mal an hier mit einem 8-Dollar-Job. Und wenn ihr ganz billig mich ein wenig unterstützen wollt, dann lasst eine Bewertung da. Ich bin beim Arbeiten wieder eingeschlafen. Schaut euch Freddy an, der haut ja richtig in die Tasten rein. Ach, gegen Freddy habe ich keine Chance. Aber was Freddy nicht weiß, ja, ich habe trainiert. Ich habe im Schlaf trainiert. Ich war in einem Traum-Dojo und habe meine Kräfte geformt. Und jetzt bin ich der ultimative Krieger. Ihr wollt mich feuern? Ich feuer euch. So, wir sind also unterwegs als... Wow, ein Geschenk. Als Henry. Wir nennen ihn einfach Henry. Um die Stickman-Tradition ein wenig voranzutreiben. Und wir müssen uns hier durch das Büro kämpfen. Denn, ihr habt's gehört, wir wurden gefeuert. Aber wir nehmen so eine Kündigung nicht einfach hin. Bam! Wir bekommen immer wieder neue Fähigkeiten dazu. Diese Fähigkeiten können wir leveln. So, zum Beispiel hier kann ich jetzt noch einen Uppercut mit reinnehmen. Und da unten sehen wir die Leiste. Einmal meine Lebensleiste. Das ist meine Lebensenergie, das blaue. Dann haben wir die Slow-Mo-Leiste. Da können wir Slow-Motion einsetzen. Surprise, surprise, surprise. Und dann sehen wir halt diese ganzen Fähigkeiten. Die Fähigkeiten wechseln automatisch durch. Aber das Geile ist halt, man bekommt immer wieder neue Fähigkeiten dazu. Und man kann sie halt, wie gesagt, verbessern. So, jetzt zum Beispiel hier eine kleine Verbesserung reingedrückt. Und dann geht's auf die nächste Ebene. Und das wird halt immer extremer und eskaliert immer mehr. Und wir können auch später unterschiedliche, ich sag mal, Varianten spielen. Wo dann ganz andere Angriffe hast und ein ganz anderes Set. Was ist mit dem Kleinen hier? Der kleine Michael. Er ist mit dem Kleinen schön ins Gesicht getreten. So läuft's. Der Vorarbeiter. Yo, was geht, Chef? Okay, der wird eine härtere Nummer. Er hat einen Taser. Oder was ist das hier? Munition. Ja, einige Angriffe brauchen Munition. Wie zum Beispiel hier der Tassenwurf. Bam. Na, da brauchst du ein bisschen Muni. Und der gibt mir jetzt gerade voll auf die Nase. Und wir sind noch nicht so strong. Aber später wird das so smooth, dieses Spiel. Weil die ganzen Angriffe so hervorragend funktionieren, dass es richtig, richtig geil wird. Und wie gesagt, das Spiel ist kostenlos. Nein, ist keine Werbung. Naja, vielleicht doch. Aber ich werde dafür nicht bezahlt. So, was haben wir hier? Ich glaube, ich nehme das hier mit. Vampirismus ist doch immer geil, oder? Wie er die Leiter runtergegangen ist. So, rein mit uns. Bam. Schnuppe an meiner Tasse. Na, nach was riecht die? Richtig. Irish Coffee. Sonst kommt man hier auch gar nicht durch den Alltag. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Habe ich in meinen eben gerade voll in die Nüsse getreten? Oh, yes. Yes. So wird gespielt. Ja, komm. Wir machen hier weiter. Verbessern das Ding. Man sieht dann auch hier, die Stufe 1 Angriffe machen eben einen Schaden. Was ist mit dem hier? Und die Stufe 2 Angriffe machen dann 2 und 3 und 4 und so weiter geht's halt. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich habe ungefähr so eine halbe Stunde gespielt und war ziemlich gottgleich am Ende und es hat, wie gesagt, sehr, sehr süchtig gemacht. So, erstmal hier schön... Oh, wow, wow, Geschenk, 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 Geschenk! Ich brauche mein Geschenk. Alright, perfekt. Was bekommen wir hier? Ein Spin-Kick. Oh, ich mach das hier. Ich mach das hier. Na, Kumpel, du bist ein guter Mitarbeiter. Okay, der da oben ist angekettet, sehe ich gerade. Also es dauert so ungefähr 10 Minuten, dann... Ah, hier steht Boss. Kann ich da irgendwas machen? Dann ist man so an dem Punkt, wo es halt richtig geil wird. Na, Kumpel, schmeckt dir das? Schmeckt dir mein Rage? Schmecken dir die Kellen des Todes, mein Freund? Der ist angekettet. Ja, das Berufsleben ist hart. Erledigt. Easy erledigt. Gar keine Chance gegen uns. So, das ist auf Maximum. Spin Kick. Ah, wir nehmen das hier noch mit. Huh. Also später werden die Moves halt richtig geil und du bekommst neue Sachen dazu. Adios. What? Du bist gefeuert. Ich feuere Menschen. So sieht's aus. Ich bin die Nummer 1 hier. Ich werde mir den Boss holen.
und ich werde ihn vernichten. Vertraut mir, Leute. Dieser Sklavenbetrieb ist bald vorbei. Okay, was bekomme ich hier? Mehr Damage. Ich brauche definitiv mehr Damage. Mehr Damage. Oh, der ist fett. Der fette Günther. Aber der fette Günther wurde direkt von mir zerlegt. Okay. Also ich kann Objekte zum Schweben bringen. Klingt doch ganz gut. Klingt so, als würden wir das brauchen. Klingt nice. Oh, nice. Die werden ganz kurz schwerelos. Hoho. Schön raus. Gesippt. Was ist mit dir hier? Bist du hier der Chef, ha? Willkommen in der Matrix. Wow. Autsch, da bin ich wieder. Ich bin unsterblich. Sorry, Dude. Alter, das ist richtig nice. Wir hauen mal die Slow-Mo rein. Warte. Haben wir keine Slow-Mo? Okay, jetzt haben wir Slow-Mo. Uts. Naja, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich nehme den Stern. So, extra Roll. Ich würde gerne mal die Kaffeetasse upgraden, aber leider haben wir gerade kein Glück. Komm schon, ich will dort gleich werden. Boah, da oben ist eine Büroparty. Die werde ich sowas von sprengen. Na, ihr müsst arbeiten, während die anderen oben feiern. Der Matrix-Move rockt einfach. Wow! Macht das Damage? Hey, Steve! Tschüss. Tschüss, kleiner Steve. Ich finde auch die Grafik richtig gelungen. Die Party ist vorbei. Ich habe ja gesagt, ich werde die Party sprengen. Alles klar, easy. Oder oben sehe ich Munition. Da können wir endlich wieder Tassen werfen. Ich auch langsam Zeit. No! No! Ich bin zu krass. Der kickt nach vorne, kickt mich jedes Mal raus. Na, Jungs? Ey, der will sich wehren, ne? Der will's wissen. Oh, no, ich muss hoch. Was haben wir hier? Max. Ja, nehmen wir das hier mit. Danke. Ich will immer krasser werden. Ich brauche mehr Damage. Was haben wir hier Schönes? Okay, wir verbessern die Tasse. Jetzt sind's Pakete. Jetzt werden Pakete delivered. It's a trap. Oh, geil, Mann, wie ich ihn rausgekickt habe. Usch. Wow. It's a trap. Haben die da oben Waffen? Was haben die da oben? Das hier. Das haben wir hier doppelt. Doppelt Wurf. Mal sehen, wie weit man das upgraden kann. Und tschüss. Erledigt. Oh nein, ist das hier der Boss? Oh ja. Ich komme nicht an ihn ran. Das sind Sachen im Weg. Oh mein Gott, der räumt auf. Schaut euch das an, der hält eine Menge aus. Er ist runtergefallen, ich habe gewonnen. Nice, Mann. Nice. Was ist das hier? Helikopterkick. Auf jeden. Komm schon, verzieh dich. Das ist wieder so ein Fettsack. Der super viel aushält. Aber gegen den Helikopterkick hat er keine Chance. Er ist too strong. Bam. Briefbombe. Alter, die Moves. Achtung, Helikopterkick. Ey, mittlerweile sind wir einfach zu krank. Wir sind zu krank unterwegs. Selbst die Fettsäcke haben keine Chance mehr gegen uns. Oh, der wollte an mich ran. Okay, er ist tot. Beruhig dich, Henry. Beruhig dich. Lucky Bullets. Das hier mit. Was geht da oben ab? Heilung wäre geil.
Okay, hier ist ein sehr, sehr fetter Typ, der voll Körperkontakt will. Alter, der will mich wirklich, ne? Der will mich. Und die schmeißen fette Männer rein. Wie mies ist das denn? Okay, hier drüben sind noch die Kombos. Achtung, Slow Motion noch rein. Nein! Was macht der mit mir? Er hält mich fest. Der Sumo-Ringer. Bam, komm schon, komm schon, komm schon. Nee, das gibt's nicht. No, 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 no. No, 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 no. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Okay, der war wirklich nicht schlecht. Sprengbomben? Ein Spin-Kick? Den hier. Haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht. Glaube ich, oder? Ich glaube, der ist neu. Was mit dem hier? Ich schlaf ein! Ich penne ein! Tschüss! No, der bringt mich zum Einpennen! Lass dich nicht belullen! Die Sau hat sie mich rausgeworfen. Er hat eine Knarre! Aber ich habe Bombenpäckchen. Sind das noch mehr von diesen Lullis? Ich glaube, ja. Oh, oh, da gibt's auf die Fresse, Jungs. Alter, jetzt kommen irgendwelche Dudes mit Knarren. Wird hier immer heftiger hier drin. Oh, Kick ist nice. Achtung, ich muss da hin. Muss das holen. Muss das... Au. Au. Meine Lebensenergie ist nicht geil. Überhaupt nicht gut, meine Lebensenergie. Ich bin überhaupt nicht fresh in der Hose. Bam, weg mit ihm. Bist du der Chef? Gehört dir der Laden hier, hä? Bist du El Jefe? Er kommt wieder mit einem Heli! Bleibst du weg? Oh, die Kleinen hole ich auch noch weg. Doppelpaket. Nein, nein, nein! No! Der Typ! No! Ich bin gefeuert! Okay, was habe ich... Ich habe was Neues bekommen. Noch was Neues. Handyman. Jogger. Oh, geil, Mann. Okay, ich gehe nochmal rein. Oh, der kann ein Messer werfen. Ich glaube, ich will ein Handyman sein. Obwohl, nein, ich bin erstmal der hier. Wie mies ist das denn? Oh, ein bisschen Glückssache, was du bekommst, ne? Ich nehme das hier. Ich gehe voll Clothesline und slappe alle weg. Und ich werde wieder mein Messer leveln. Messer war gut. Messer war richtig gut. Wenn wir Glück haben. Und wir... Schaut! Fußrodar. Warum nicht? Ist bestimmt auch nice zum Leveln. Man will halt wissen, was machen die ganzen coolen Fähigkeiten? Zack, zack, zack. Ja. Ich level dich hier. No appointment! Gott, 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 der Kleine nervt. Oder so kleines. Kann ich nicht richtig treffen. Alter, meine Schläge sind aber echt fies. Oh, ich komm nicht ran. Muni. Nochmal Muni da oben. Okay, die Pakete können auch verschwinden. Und... Ich nehme das hier. Mehr Damage. Ich meine, ich bin eh schon so ein Damage-Dude. Mehr ist immer gut. Alright. Block wäre geil oder sowas. Bam. Bam. Thank you very mucho. So, bezwungen. Aber wenn wir keine Lebensenergie bekommen, wird's düster.
Punch Both Sides ist so verlockend. Aber ich brauche die Heilung. Ich brauche die Heilung. Boah, das Brüllen ist nice. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen hier pushen. Gossip. Büro-Gossip. Was gibt es Gefährlicheres als das? Kann ich irgendeinen Dreck ins Ohr flüstern? Achtung, Kettendude. Ob wir den kriegen? Alter! Alter! Jetzt gehe ich steil. Schon erledigt. Muss meine Handkantenschläge des Todes verbessern. Schaut es euch an, wie gut die sind. Ich bin halt eben der Killer jetzt. Okay, was bekomme ich hier? Ich lasse hier Max Health. Weil der da oben wird halt mies. Der hat mich eben gerade fies fertig gemacht. Ich habe keine Muni. Ich könnte ein wenig Munition gebrauchen. Boah, der gibt so einen Wahnsinns-Damage. So, rausgeprügelt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes. Max, Max, Max. Mob? Was ist denn Mob? Arbeiten die dann für mich? Oh mein Gott, ist das Ding geil. Ja, der arbeitet für mich. Wie geil ist das denn? Willkommen in meiner Gang. Alter, die arbeiten alle für mich. Wie geil ist der Angriff? Oh, genial. Ich sag ja, ich will unbedingt weiterspielen, um zu wissen, was gibt's noch alles. Ey, der eine hat eine Knarre. Der eine Mobster hat eine Knarre. Ich bin rausgefallen, weil ich auf meinen Mob gestarrt habe. Aber nice, Mann. Nice. Potty, potty, potty. Alter, die machen weiter. Karate Strike. Klingt irgendwie so witzig. Ich will's haben. Das ist Max, ne? Karate Strike noch ein bisschen verbessern. Ey, ey, der Mob geht mir gerade ganz schön auf den Sack. No Indoor Voice. Nehme ich mal das hier noch mit. Ach, den muss ich sogar töten. Ich muss ihn sogar töten. Aber hey, besser als nix, oder? Ich meine, sie arbeiten für mich, die kleinen Louis. Munition nochmal mitgenommen. Nehme mal das hier noch mit. Hep. Warum hat er nicht geschossen? Huh? Easy. So, der nächste Boss. Ich muss ihn rauspushen. Oder zusammentreten. Boah, da drüben ist Heilung. Nice. Okay, okay, easy, 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 easy. Alter, die Stable Gun nehme ich mal mit. Klingt auch witzig. Er ist wieder rot geworden. Oh, die macht 4 Damage. Geh doch raus. Nerv hier nicht rum. Okay, diesmal habe ich einen echt ganz geilen Run, finde ich. Und direkt hier weiter. Zack, 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 zack. Gib mir mal ein bisschen Money. Specky, boom, boom. Und tschüss. Ey, diese Nagelpistole finde ich Hammer. War das eben gerade ein Portal Easter Egg? Alter, nice. Kleberkanone. Okay, was genau bringt mir das? Ach, die bleiben da oben kleben. Ey, wie cool ist dieses Game? Hey, kleiner Freund. I'm hungry. Kantine ist geschlossen. No, 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 no,
Oh no! Der Fettsack macht mich gerade fertig. Alter, wie krass ist das? Oh Mann. Aber ich habe was Neues. Task Dodger. Der klingt auch richtig geil. Aber das war's eigentlich mit der Folge. Aber ich glaube, ich muss noch eine machen. Das Spiel ist echt cool. What? 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 Jetzt habe ich ihn. Ja, ja. Ich würde gern weiterspielen, aber Video ist vorbei. Oh, schaut euch das an, wie er sich da durchrollt. Wahoo! Was ist dieses Plus? Ist das Heilung? Kann er sich heilen mit dem Schuss? Oi. Ey, der hat hier richtig geile Moves drauf. Nein, 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 das will ich haben. Uppercut, Dodge Roll, Roundhouse Kick. Mach das mit dem Roundhouse zusammen. Okay, ich muss mich trennen von dem Spiel. Ihr merkt schon, es macht süchtig. Probiert es aus. Reroll. Der Hammer. Oldboy-mäßig mit dem Hammer. Schluss. Schluss. Ich werde vielleicht noch eine Folge machen. Wie gesagt, es macht mega Bock. Es macht mega Bock. Woo! Der Move ist geil. Alter, hier, ich... Okay, ich... Jetzt aber gut. Probiert es aus und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Alter, teleportieren ist nice. Lasst eine Bewertung da, bitte. Ich bin süchtig. Auf Wiedersehen. Ich will noch wissen, was da drin ist. Ah, nehme ich das hier mit. Und was haben wir hier? Black Hole. Ey, guck mal, er setzt sich hin. Oh nein, wir müssen Black Hole noch zeigen. Sonst hassen mich die Leute, wenn ich das jetzt nicht noch zeige. Achtung, Black Hole. Oh, nice. Das ist eine geile Fähigkeit. Und das Coole ist, dass man die jetzt irgendwie auch alle freischaltet und dann mit einem anderen Stickman aus einer anderen Variation oder Klasse auch diese ganzen Sachen bekommen kann. Das ist schon irgendwie cool. Aber jetzt ist Schluss. Auf Wiedersehen. Bewertung dalassen. Tschüss.